Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, den wir finden können unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und hier haben wir das Achievement Östliche Königreiche umgekehrt. Und das wollen wir natürlich auch wieder alles in Gold holen. Das ganze Event könnt ihr nur absolvieren, während hier Pokal des östlichen Königreichs ist. Und das haben wir aktuell vom 4. bis zum 17. Oktober. Das soll aber auch wiederkehrend sein in ein paar Monaten, Jahren, je nachdem. Ist wahrscheinlich ein bisschen länger dann wieder hin, bis es das nächste Mal ist. Deswegen am besten den mal mitnehmen. Ich werde auch ein Video, oder beziehungsweise habe schon ein Video gemacht zu den fortgeschrittenen Rennen. Und jetzt dann zu den umgekehrten. Die einfachen sind ja ähnlich wie die fortgeschrittenen, nur halt einfacher. Deswegen spare ich mir das an der Stelle. Also falls ihr bei den fortgeschrittenen Rennen Probleme habt, könnt ihr da gerne auch reinschauen. Wir sind jetzt hier am untersten Punkt im Schlingendorntal. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 40, 77. Und da werden wir jetzt mit dem ersten umgekehrten Rennen anfangen. So, Try Nummer 5. Eben habe ich das Ende ein bisschen verkackt. Da wollte ich zu viel und konnte zu wenig, ich sag's euch. Schauen wir mal, dass wir das hier wieder ein bisschen wettmachen. Hier am Anfang versuche ich erstmal diese ganzen Wölklein mitzunehmen. Die sind immer nicht ganz auf der Ideallinie, ne? Aber es lohnt sich, denke ich mal, weil man kriegt immer ein volles Elan wieder. Und das ist natürlich schon einiges wert. So, hier laden wir jetzt nochmal auf. Einmal delfintechnisch hoch. Dann ballern wir hier einmal durch. Bleiben relativ tief, weil man bleibt wirklich an allem Scheißdreck hängen. Oh shit. Dass ich da jetzt nicht hängen geblieben bin, das habe ich ein bisschen verkackt, ich sag's euch ehrlich. Aber es hat gepasst. So, dann delfinen wir nochmal rein. Okay, und jetzt machen wir hier aber keinen Delfin-Try mehr, sondern holen uns das Goldding. Okay. Ah, es war jetzt nicht viel drunter, aber es hat gereicht. So, dann hat man das auch und wir können weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar im nördlichen Schlingendorntal auf den Koordinaten 69, 26. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den umgekehrten Modus an. So, Dalla, Try Nummer 1. Ich bin mal gespannt, ob wir das besser hinkriegen als Vorwärtsmodus. Beim Vorwärtsmodus habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tries gebraucht, weil ich immer mal wieder wo hängen geblieben bin. Jetzt fliegen wir vielleicht mal erst ein bisschen so auf Nummer sicher. Wisst ihr, ohne großartigen Delfin-Modus oder so, sondern einfach nur gerade nach vorne pushen. Das kann ja teilweise auch schon reichen. Dann hast du natürlich einen Haufen so kleine Bäumchen und hier diese Brücke. Na gut, da müsste ich jetzt eigentlich nach oben, aber keine LAN mehr. Da habe ich ein bisschen zu viel nach vorwärts gepusht. Ja gut, also das wird jetzt wahrscheinlich zeitlich nicht mehr ausgehen. Vermute ich mal. Aber wir fliegen es jetzt mal zu Ende. Dann können wir es ein bisschen einschätzen. Hier geht's nach unten. Da geht's nach oben. Oh, den hätte ich jetzt fast verpasst. Und was haben wir? Ah ne, es hat... um 0,1 hat's gelangt, ne? War nicht gut geflogen, aber die Strecke ist relativ easy gestaltet. Auch vom Timer ist okay. Ne? Also das hätte man jetzt deutlich besser fliegen können. Gut, dann weiter zum nächsten. Als nächstes sind wir in den verwüsteten Landen und zwar auf den Koordinaten 62, 26 und dort machen wir jetzt das nächste umgekehrte Rennen. Gut, Try Nummer 3. Dann hauen wir jetzt hier erstmal rein, bauen ein bisschen Speed auf und schubbern relativ nah am Boden entlang. Hier einmal durch, da einmal rum. Unten lang und da können wir dann nach oben hochziehen. Dann geht es hier direkt wieder runter. Nochmal ein Speed rein. Hier um die Kurve rum. Komm, ich versuche jetzt mal hier mal rein zu delfinen. Hier auch nochmal. Und da bin ich vorher in der Mauer gelandet. Das machen wir jetzt mal ein bisschen besser noch. Speeden wir nochmal. Da können wir dann nochmal ordentlich hochziehen. Mal rum. Ich denke mal, da waren, glaube ich, einige Wölkchen jetzt hier nochmal am Ende, ne? Da dürfte ich eigentlich genug Elan haben. Einmal noch ein Delfin rein. Alter, ich habe 3 Elan über, ne? Das ist eigentlich zu viel, aber es hat da war ich jetzt richtig viel drunter. Obwohl ich 3 Elan über hatte? Okay.
Also ich glaube, irgendwie rückwärts war es jetzt einfacher als vorwärts tatsächlich. Gut, dann weiter. Jetzt sind wir als nächstes im Rotkammgebirge und zwar hier auf den Koordinaten 40, 24 und dort machen wir das umgekehrte Rennen. Gut, erster Try. Das Vorwärtsrennen war hier schon sehr einfach, also im fortgeschrittenen Modus. Da bin ich nicht optimal geflogen. Am Anfang irgendwie hatte ich wieder den Bug, dass ich nicht gleich loslegen konnte und es hat trotzdem, war ich um einige Sekunden quasi unter dem Timer. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ähnlich beim umgekehrten Rennen ist. Ich sollte jetzt halt bloß gucken, dass ich nicht unbedingt irgendwo hängen bleibe, sagte er, ne, und wäre fast in den Baum reingeflogen. Alles klar. Irgendwie sieht es jetzt aber elantechnisch nicht so gut aus. Na gut, da kommt nochmal was. Holen wir mal nochmal ein bisschen rein. Hier vielleicht nochmal. Na gut, sonderlich schnell bin ich jetzt gerade nicht unterwegs. Okay, ich habe jetzt wieder die Leertaste gehämmert, nach oben fliegen, hat er einfach nicht gemacht. Juckt ihn nicht. Na gut, werden wir so irgendwie schaffen. Und ja, hat auch so gereicht. War aber knapp, ne? Also irgendwie meine Leertaste, manchmal will es nicht. Gut, dann können wir aber weiter. Haben wir auch so Gold hinbekommen. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar im Wald von Elwin auf den Koordinaten 64, 49. Und dort machen wir jetzt die umgekehrte Strecke. So, Try Nummer 6. So, einmal Speed, zweimal Speed. Komm, wir ballern gleich ein drittes Mal durch. Ich muss am Anfang echt ein bisschen was rausholen noch. Weil am Ende habe ich genug Elan, dass ich die ganze Zeit durchspeeden kann. Das passt eigentlich. Heißt, der Fehler muss im Endeffekt am Anfang hier liegen. Da speeden wir nochmal rein. Hier speeden wir nochmal rein. Dann machen wir hier einmal einen Delfin. Und nochmal. Speeden wir da nochmal rein. Und hier auch nochmal. Dann delfinen wir jetzt hier nochmal rum. Dann hier nochmal. Also hier kann ich eigentlich voll rauslatzen an Elan, weil es hier gibt so viele kleine Wölkchen, dass das wirklich gar kein Stress ist. So, jetzt kommt gleich die schwere Stelle, wo wir direkt rumreißen müssen. Das habe ich jetzt schon ganz gut drauf tatsächlich. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass wir jetzt hier einfach nur. Ah, okay. Das war sehr schön. Jetzt waren wir sogar 2 Sekunden drunter. Krass. Eigentlich nichts anderes gemacht als vorher, aber gut, passt, wunderbar, dann können wir weiter. Als nächstes sind wir im Ödland und zwar einmal auf den Koordinaten 66, 36 und hier machen wir jetzt die umgekehrte Strecke. Gucken wir mal, ob wir das auch hier gleich im First Try schaffen. Eben im quasi fortgeschrittenen Modus war es First Try, obwohl ich nicht gut geflogen bin. Ich habe mich auch von so einem Feuerball tatsächlich treffen lassen. Jetzt schauen wir einfach mal, ich bin guter Dinge. Dass das hier ähnlich easy wird. So, einmal hier direkt rum. Dann können wir hier nach unten flitzen. Vielleicht sollte ich ein bisschen was sparen, weil vorhin war es tatsächlich so, dass ich dann zwischendurch auch ein bisschen wenig geladen hatte. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie die Kugeln gerade gelegen sind. Wobei hier sollte ich schon ein bisschen speeden, ne? Wenn ich dann zu slow werde, ist auch nichts. Solange wir uns eigentlich nicht treffen lassen, müsste es ausreichen. So. Hier können wir dann wieder ein bisschen nach oben. Uiuiuiui. Oh, da habe ich jetzt gedacht, ich krieg's Portal nicht mehr, ne? Huhuhu. Okay, das hat gepasst. Oh, da waren wir aber gut drunter. Okay, also die Strecke ist easy. Dann weiter zur nächsten. Als nächstes sind wir in der sengenden Schlucht und zwar hier auf den Koordinaten 73, 41. Und dort fliegen wir jetzt die umgekehrte Strecke. Dann schauen wir mal, ob wir das direkt First Try hinkriegen. Fortgeschritten war es ganz gut. Da hatte ich am Anfang zwar ein bisschen Probleme gehabt, ne? Da wurde ich vom PvP-Kampf ein bisschen weggezählt, aber es hat trotzdem gereicht. Und denke ich mal, sollte umgekehrt doch jetzt auch nicht so das Problem waren. Gut, ich sage mal so, es war schon relativ knapp, ne? Ich denke mal, das sollte schon klappen. Okay, dann geht es jetzt hier nochmal nach unten. Ah, da habe ich zu lange gewartet, ne? Ich dachte, ich kann noch ein bisschen was raus. Naja, das war nix. Da hätte ich gleich durchziehen müssen, oder?
Ah, okay. Sogar eine Sekunde, ein bisschen mehr sogar drunter passt. Also die Strecke ist wirklich einfach. Dann geht's weiter. So, dann sind wir jetzt als nächstes in Dudmorok unterwegs. Und zwar hier auf den Koordinaten 74, 33. Und dort machen wir jetzt noch den Rückwärtsflug. Try Nummer 5. Also wir gehen einmal nach oben, dann direkt nach vorne. Und nochmal nach vorne. Und nochmal. Und sobald wir können, nochmal. Und jetzt gibt es einen Haufen Elan. Da können wir direkt nochmal reinpulvern. Und nochmal reinpulvern. Nochmal. Und dann können wir hier nach oben. Bisschen reindelfinen. Hier nochmal. Dann hier nochmal. Hier nochmal. Und einmal nach unten. Nehmen wir das Wölklein noch mit. Hier auch. Schauen wir mal, ob wir den DH noch einholen. Hier auch. Nehmen wir die Wolke noch mit. Da haben wir einen Feuerball mitgenommen. Müssen wir gleich wieder ein bisschen Speed drücken, dass wir das wieder kaschieren können, den Fehler. Delfinen wir einmal rein. Hier nochmal Speed rein. Und hier müssen wir jetzt unten durch. Hier nach oben. Ich glaube, ich habe den Baum mitgenommen, ne? Das war jetzt eher schlecht. Aber es hat gereicht. Wahrscheinlich knapp. Sauknapp. Aber es hat gepasst. Wunderbar. Dann können wir weiter. Als nächstes sind wir im Loch Modan und zwar hier auf den Koordinaten 46, 13. Und jetzt machen wir die umgekehrte Strecke. Gut, gleich mal der erste Versuch. Vorwärts war es ziemlich einfach. Ich hoffe, rückwärts ist es auch easy. Speeden wir hier einmal rein und dann nochmal. Dann geht es einmal nach unten. Und dann machen wir direkt mal einen Delfinflug. Und nochmal. Und nochmal. Zwischen den Feuerorbs durch. Speed ich einmal gerade, dann mache ich nochmal Delfin. Jetzt geht es einmal nach unten. Dann hauen wir nochmal Delfin rein. Oh, ich glaube, das war es hier nicht wert. Jetzt machen wir Speed nach vorne. Gut, hier geht es jetzt wieder ordentlich nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Ich glaube, das haben wir ein bisschen verpasst, das Teil. Speed ich mal vorwärts. Dann gleiten. Obwohl, komm, wir speeden nochmal rein. Wir haben genug Elan. Hier können wir nochmal rein Delfinen. Speed nach vorne. Dann delfinen wir hier nochmal. Speed nach vorne. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Ja gut. Sollte langen, oder? Ja, 3 Sekunden. Passt. Easy Strecke. Weiter geht's. Als nächstes sind wir im Schattenmond. Nee, Schattenhochland. So rum. Einmal hier auf den Koordinaten 34, 77. Und das ist direkt ganz oben bei der Raid-Instanz. Gut, dann würde ich sagen, umgekehrter Modus, auf geht's. So, try Nummer, nee, 3 sind wir, nicht 4. Ich war schon eins zu weit. Ich muss gerade noch so ein bisschen testen, wo ich meinen Delfinflug einbringen kann und wo nicht. Ne? Wenn die Portale oder diese Ringe zu nah beieinander sind, macht es keinen Sinn. Hier können wir es aber am Anfang einmal machen. Dann denke ich mal, hier können wir es nochmal reinpulvern. Hier denke ich, geht's auch. Dann hier nochmal. Dort lassen wir es jetzt lieber mal. Da sind sie ein Ticken zu nah. Aber hier denke ich, gerade nur so. Jetzt mache ich mal einen Vorwärtsflug. Nochmal ein Delfin hier. Nochmal normal. Dann einmal nach oben. Hier auch nochmal. Hier, da bin ich vorher hängen geblieben. Oh, jetzt sind wir aber gerade nur so rumgekommen. Da sind wir jetzt zwischenzeitlich zu langsam geworden, ne? Da habe ich nicht vernünftig nach oben geguckt. Schauen wir mal, ob das gereicht hat. Ja, wunderbar, hat gereicht. Sogar 4 Sekunden drunter. Gut, dann weiter. Dann bin ich am nächsten Spot und zwar ebenfalls im Schattenhochland. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 72, 28. Und ich würde sagen, wir machen den umgekehrten Parcours. Try Nummer 3. So, einmal nach vorne. Und direkt nochmal. Und nochmal. Und hier können wir jetzt einmal hoch. Dann hoch. Delfin. Rein. Nochmal Delfin. Unten rum. Nochmal rein Delfinen. Dann Speed nach vorne, dass wir den Ding nicht mitnehmen. Zeppelin. Nochmal. Dann können wir Delfinen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Einmal durch. Oh, diesmal bin ich gut durchgekommen.
Dann delfinen wir hier nochmal schräg nach unten. Den Speed rein. Einmal oben durch. Und hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier bin ich vorhin an dem Zeppelin hängen geblieben, der hier rumfliegt, ne? Aber da machst du halt nichts. Ah, da bin ich jetzt zu langsam. Hätte ich nochmal speeden sollen. Das war jetzt ein Fehler. Ich dachte mir, vielleicht kann ich delfinen, ne? Hier nochmal. Diesmal tun wir es nicht verpassen. Okay, das hat gepasst. Komm, jetzt speeden wir einfach nur durch. Ich habe zu viel Elan noch über. Und ja, es hat gereicht. Knappe 2 Sekunden drunter. Gut, dann weiter. Dann sind wir als nächstes in den Pestländern, und zwar in den östlichen Pestländern auf den Koordinaten 34, 37. Und dort wollen wir jetzt den umgekehrten Modus spielen. So, Dollar, erster Try im umgekehrten Modus. Der Vorwärtsmodus lief bei mir ja eher suboptimal, würde ich mal behaupten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier möglichst viel Speed rausholen. Hier am Anfang müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unten durchkommen. Okay, das passt. Speeden wir ein bisschen nach vorne. Dann hauen wir jetzt mal hier einen Delfin-Modus rein. Und hier auch. Und da würde ich es jetzt auch sogar nochmal probieren. Weiß nicht, ob es Wurf war. Hier können wir es auch nochmal reinhauen. Da hauen wir es nochmal rein. Oh, scheiße. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Vorwärtsschub hier machen. Da können wir nochmal Delfinen. Da haben wir einen Vorwärtsschub rein. Kommt nochmal ein Delfin-Modus. Eng um die Kurve rum. Das Vorwärtsspeed. Komm, jetzt speeden wir einfach vorwärts durch. Bringen wir es sicher nach Hause, das Ding. Und dann schauen wir mal, wie viel ich noch ausgleichen muss. Easy. Boah, da war ich jetzt so viel schneller. Das war jetzt First Try hier, umgekehrter Modus. Und im Vorwärts war ich so oft gerade dran. Keine Ahnung. Ja gut, passt. Weiter. Als nächstes sind wir in Gilneas unterwegs, und zwar hier oben auf den Koordinaten 58, 11. Und diesmal wollen wir den umgedrehten Kurs hier einmal fliegen. So, los geht's. Erster Try im Vorwärtskurs. Hatte ich vorhin ziemlich verkackt, habe eins von diesen Ringen quasi ausgelassen. Und es hat trotzdem gereicht, dass ich quasi den Goldmodus hatte. Heißt, der Kurs scheint schon relativ positiv ausgelegt zu sein für die Spielerschaft, ne? Also da hat man ein bisschen Zeitpuffer auf jeden Fall mit drin. Deswegen denke ich mal, wird der umgekehrte Kurs jetzt auch nicht so krass schwer sein. Hier pulvern wir mal unten durch, weil wir müssen ein bisschen tief fliegen. Hier einmal hoch. Scharfe Kurve rum. Hier nochmal. Dann geht es jetzt gleich nochmal nach unten. Okay, hier können wir dann vielleicht nochmal hoch. Und nochmal rein Delfinen. Das nehmen wir mit. Und nochmal rein, Delfinen. Speeden wir nach vorne. Und nochmal Delfinflug. Nochmal. Und nochmal. Oh, da geht's scharf um die Kurve. Jetzt ist der ist mir in der Sonne hier, der andere Typ. Was soll denn das? So, hier nochmal hoch. Da nochmal rum. Ich denke mal, das müsste passen, oder? Das war jetzt nicht perfekt, aber okay. Ja, 2 Sekunden, 2,5 drunter, easy. Gut, dann können wir weiter. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar sind wir jetzt im Gebirgspass der Totenwinde auf den Koordinaten 45, 72 über Karasan. Und dort machen wir jetzt das letzte umgekehrte Rennen. Fortgeschritten war eigentlich ganz gut machbar. Ein paar enge Kurven gibt es hier da. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir da nirgends hängen bleiben. Also hier können wir erstmal ein bisschen runter. Dann gibt es einmal einen Wölklein für extra Elan. Hier haben wir schon mal einmal Delfin und zweimal Delfin. Okay, das war jetzt absolut RIP. Da haben wir jetzt den Speed gleich wieder eingebüßt. Hier können wir einmal runter, dann speeden wir. Dann dürfte es gleich einmal hier durch den Turm durchgehen. Okay. Okay, das war null Wurf, das mitzunehmen. Das war total dumm. Also das solltet ihr nicht mitnehmen. Ich dachte mir, ah, das ist eine Wölke, ganz in der Nähe, ne? Vielleicht probieren wir es, aber das war es nicht wert. Definitiv nicht. Okay, nein. Okay, definitiv nein. Das machen wir nochmal. Gut, Try Nummer 2. Ich glaube, ich muss ein bisschen konservativer hier fliegen. Und zwar habe ich versucht, zwischenrein ein paar Delfin-Manöver zu machen. Das Problem ist, einige von den Ringen sind halt dann
unter so Bögen, ne? Und wenn man dann versucht, da oben drüber zu kommen, das, ja, oder quasi mit dem Delfin hoch über den Bogen und dann wieder runter, das funktioniert nicht so ganz. Da muss man dann ein bisschen gucken, dass man vielleicht eher den Vorwärtsflug durchballert, ne? Das hier wollte ich auch mitnehmen, habt ihr gerade gesehen, rechts so eine Wolke, aber das lohnt sich halt null, weil da bleibst du dann nur hängen oder fliegst halt einen zu großen Umweg, das rentiert sich nicht. So, hier fliegen wir jetzt unten durch. Jetzt probieren wir nicht mehr irgendwelche Spirenzchen mit oben drüber fliegen. Das hat nämlich vorhin gar nicht geklappt. Baller mal lieber hier einmal durch. Ich habe genug Elan, um jetzt eigentlich komplett durchzuzwirbeln. Können wir noch einmal nach oben. Dann können wir hier noch nach oben. Jetzt, naja gut, ich habe schon wieder eigentlich zu viel Elan über. Hat aber trotzdem geklappt. Gab, ja, fast 2 Sekunden drunter. Und damit haben wir jetzt alle umgekehrten Rennen. Und ihr seht, es ploppt einiges Achievement-Stuff auf. Denn dadurch haben wir dementsprechend auch ja, alle Rennen fertig für den östlichen Königreiche Cup. Also die normalen Rennen, dann die fortgeschrittenen. Da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Und auch dementsprechend dann jetzt noch die umgekehrten. Und da gibt es auch noch einen schönen Titel für, ne? Flitzer der östlichen Königreiche. Und ja, das war es dann soweit mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne ins nächste Video wieder rein. Euer Tela, bis dahin, ciao.